Und herzlich willkommen zu einer weiteren XXL-Folge meiner Top 2000 Songs des Jahres 2018-2019. Heute mit 80 Titeln tatsächlich. Wir gehen vom Platz 1520 bis rauf auf Platz 1441. Das ist schon ein weiter Schritt auf jeden Fall und sind ziemlich viele gute Songs auf jeden Fall am Start. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein ins Video. Auf Platz 1520 beginnen wir mit J-Book und Peter mit Sunshine Girl. Weitermachen wir dann gleich mit Platz 1519. Die belegen die Cheat Codes und Demi Lovato mit No Promises. Wir müssen heute also schnell durchgehen. 5 Seconds of Summer mit Youngblood sind die nächsten. Dann geht's weiter mit den Dixie Chicks und Goodbye Earl, Platz 1517. Weitermachen wir mit Ten Sharp und You. Dann haben wir Madame Monsieur mit Mercy, Platz 1515. Genau, dann Tibossos und Mimi und Chaus mit Little Help, auf jeden Fall auch mit am Start. Damals ja noch aktuell gewesen, jetzt ja nicht mehr so aktuell. Es sind schon viele neue Songs rausgekommen. Weiter geht es mit David Guetta und Anne-Marie, Don't Leave Me Alone. David Guetta auch oft dabei, hier in diesen Top 2000. Andreas Kümmert mit Heart of Stone, haben wir auf Platz 1512. Dann Lauren Daigle mit Oh Lord, ebenfalls bei, genauso wie Crazy Town mit Players auf Platz 1510. Weiter geht es mit Sarah Connor und Henning Wieland, Bonnie und Glide. Dann Man at Work Down Under, hätte man auch gedacht, dass der Song weiter oben landet, aber am Ende Platz 1508. Dann eine Platzierung weiter oben, Live Here mit Gratitude, jetzt kein so bekannter Song, aber auch dabei. Und dann gab es wieder einen Song nicht, nämlich von Herbert Grönemeyer ist der Song Halt mich. Ich habe bloß die Instrumentalversion gefunden, die normale nicht, aber es ist die normale auf Platz 1506, definitiv. Pia Mia mit Chris Brown und Tiger Do It Again, Platz 1505. Dann Adel Tawil mit Flutlicht. Ich sag nur WM 2018, da war das auf jeden Fall ein Hit. Ich glaube sogar der für Deutschland oder so. Machen wir weiter mit Timbaland und Katy Perry mit If We Ever Meet Again. Mit 1503. Dann Billie Eilish, When the Party's Over, auf Platz 1502. Und gleich haben wir das erste Viertel geschafft von den Top 2000. Also ist krass, wie lange das dauert. Am Platz 1501 haben wir noch Bilderbuch mit Eine Nacht in Mania. Wer ist auf Platz 1500? Und das ist Shakira und Maluma mit Clandestino. Dann das zweite Viertel mit Flo Rida und Maluma. Schon wieder Maluma hintereinander. Ich habe dann wirklich nicht drauf geachtet. Ich schaue immer bloß am ersten Künstler. Das war hier Shakira und hier Flo Rida. Beide Male Maluma, also hintereinander mit Hola. Finde den Song auch wirklich gut. Ist auch Top 1000 eigentlich, aber es sind so viele gute Songs dabei. Sigala und Sean Paul, Feels Like Home, Platz 1498. Dann geht es weiter mit Mark Forster und Bauch und Kopf. Auch Mark Forster ist oft dabei. Hier zum Beispiel auf Platz 1497. Genau, und dann DNCE mit Nicki Minaj, Kissing Strangers. Ist auch so nicht so der bekannte Hit von DNCE. Die hatten einen bekannten Song, der kommt aber noch. Dann ein weiterer Hit von Modern Talking, Ready for the Victory, Platz 1595. Ist der dann? Molly Sandon mit Satellites, ebenfalls dabei, Platz 1494. Und ich habe mich hier tatsächlich vertan, das sollte Platz 1495 heißen. Ihr seht es ja auch nochmal, ich habe mich hier bloß vertippt, ist mir ja auch gerade erst aufgefallen. Dann auf Platz 1493, Troye Sivan mit Mai, Mai, Mai. Ebenfalls guter Song. Dann Denise Williams, Let's Hear It for the Boy.
1492 aus den 80ern der Song. Dann Fabian Farewell mit Time Takes Nothing. Ebenfalls bei, genauso wie B-Rexer und Quavo mit Two Souls on Fire auf Platz 1490. Dann Felix Jähn und Alma mit Bonfire, belegen Platz 1489. Dann Young MC mit Busta Move, eigentlich gehört der Song auch über. Aber ist halt schwierig, jeden Song wirklich nach der Reihe einzuordnen. Madonna mit Like a Virgin ebenfalls dabei, auf Platz 1487. Dann Take That Back for Good. Dann haben wir Kamelia und Thomas Anders mit No Ordinary Love. Auch Kamelia ist noch ein paar Mal dabei. Genau, dann Lisse und Neve mit Don't Forget auf Platz 1484. Wir nähern uns schon der Mitte für dieses Video. Dann U2 mit With or Without You. Auf jeden Fall auch ein klassischer Song aus den 80ern, der auch dabei sein muss, definitiv. Arizona mit Cross My Mind auf Platz 1482. Dann Kevin Jones, Wagon Bowman mit Giant aus dem Jahr 2019. Aus dem Jahr 2020 übrigens kein einziger Song dabei. Aus dem Jahr 2019 gab es auch eine Deadline natürlich. Da ist auch nicht jeder Song mehr dabei. Genau, dann zweite Hälfte starten wir rein mit Lady Gaga und Just Dance auf Platz 1480. Machen wir weiter mit Chris Brown und Questions. Sviria mit Zu Asche, zu Staub war ein Song aus dem Jahr 2018 übrigens. Dann Robbie Williams darf auch nicht fehlen in den Top 2000. Mit Advertising Space ist er hier auf Platz 1477. Dann Jessica Mauboy mit We Got Love. Auch der Hit hat es reingeschafft und auch solche Songs. Wie der auf Platz 1475. Dorte, wärst du doch in Düsseldorf geblieben. Solche Songs sind auch dabei. Werdet ihr natürlich auch in den Top 1000 noch solche Songs immer mal wieder sehen. Dann, auch Michael Jackson darf nicht fehlen. Smooth Criminal. Michael Jackson ja leider damals verstorben. Jetzt ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her fast. Also krass, wie die Zeit vergeht. Motrip mit So wie du bist ist auch dabei auf Platz 1473. Milo, We Must Be Crazy. Ebenfalls dabei, Milo. Ziehen wir bestimmt nochmal. Dann Desri mit You Gotta Be. Ich und ich, so soll es bleiben. Ich und ich ist definitiv auch noch mindestens einmal dabei. So viel kann ich schon sagen. Dann Everlast mit What It's Like, Platz 1469. Dann auch Seed haben wir dabei mit Ticket. Bruce Springsteen darf auch nicht fehlen, ist bestimmt auch noch öfter zu sehen im Countdown auf Platz 1467 hier mit I'm on Fire. Genau, dann Magic mit Expectations, Platz 1466. Dann Selena Gomez mit Back to You, Platz 1465, war auch ein Song aus 2018. Genauso wie die Elia und Alle Farben mit Fading. Platz 1464. Dann Cem mit It's Amazing ebenfalls im Countdown dabei, genauso wie Martin Jensen und Solo Dance auf Platz 1462. Lenny Kravitz mit The Chamber hat es ebenfalls eingeschafft in den Top 2000, genauso wie Matt Simons und die Band mit Catch and Release. Platz 1460. 20 Tracks haben wir noch am Start. Und hier ist wieder so ein etwas anderer Song. Easy Glück, das Leben ist ne Party. Platz 1459. Bisher übrigens auch kein Weihnachtssong dabei gewesen, aber wird sich definitiv noch ändern. The Cure mit Just Like Heaven. Platz 1458. Was ich euch schon mal sagen kann, die Weihnachtssongs sind alle weiter oben mit dabei. Wir sind ja jetzt noch im zweiten Viertel erst. Das ist beendet auf Platz 1000. Alma mit Good Vibes. Alma hatten wir doch gerade erst mit Felix Jähn zusammen. Auf Platz 1457 ist sie. Chris Carter mit Danger 1 auf Platz 1456. Oliver Heldens und Becky Hill mit Gecko ist ebenfalls dabei. Auch hier habe ich wirklich die Originalversion nicht gefunden. Von Blackpink ist es, Hope Not, nicht die Instrumentalversion, wie es hier dasteht.
sondern die normale auf Platz 1454. Dann, die Black Eyed Peas dürfen natürlich auch nicht fehlen. Sind hier dabei mit Big Love, hören wir aber später auch nochmal. Dann Lily Among Clouds mit Surprise war auch im Vorentscheid dabei. Wer für Deutschland zum ESC geht, das war 2019. Am Ende wurden es die Sisters, nicht Lily Among Clouds, die tatsächlich auch aus Bayern kommt, was ich so im Heide nochmal mitbekommen habe. Dann Marquis Hobbs mit Don't Forget to Subscribe, Platz 1451, 10 Tracks noch, wird ein 10-minütiges Video, wahrscheinlich 11 bis 12 Minuten. Kelly Clarkson mit Because of You ebenfalls dabei. Und ihr seht schon, welche Titel hier schon kommen. Zum Beispiel auch Adriano Celentano mit Azzurro, Platz 1449. Wenn jetzt schon so Hammer-Songs kommen, welche kommen dann noch später? Das ist wirklich die Frage. Die Sportfreunde Stille haben wir hier mit New York, Rio und Rosenheim tatsächlich, Platz 1448. Dann Olly Murs, definitiv auch noch öfter zu hören, mit Unpredictable, Platz 1447. Dann Good Charlotte mit Till Ante, mal wieder was Älteres, auf Platz 1446. Dann 88 Rising mit Midsummer Madness, Platz 1445. Dann Nicolas Joseph mit Lie to Me haben wir auf Platz 1444, also so hier nochmal für den kleinen Cut jetzt gerade, aber ja, ging nicht mehr zum Reden. So lange im Stück und so schnell vor allem, weil es eine XXL-Ausgabe wird, ist es einfach schwierig. Drei Titel haben wir noch, einer davon ist Peter Fox mit Schüttel deinen Speck, Platz 1443. Dann haben wir noch Ace of Base mit All Ted She Wants, Platz 1442 aus den 90ern dieser Song. Und zu guter Letzt noch Benny Blanco und Kevin Harris mit I Found You, Platz 1441. Im nächsten Video wird es wieder etwas ja, langsamer, wieder etwas gechillter. Da geht es dann bis Platz 1440. Ab Platz 1440 bis Platz 1400. So rum wollte ich sagen. Genau, es sind wirklich nur noch Top-Songs dabei. Es sind noch einige Tracks natürlich. 2000 ist eine große Anzahl an Songs, aber man sieht schon, dass es Richtung Top 1200 jetzt erstmal geht. Genau, bevor wir wirklich dann die Top 1000 im Angriff nehmen. Also dann, bis zum nächsten Video und ciao.